Der knusprige Weihnachtsbraten und die süßen Osternaschereien. In den letzten Monaten hat wahrscheinlich jeder ein paar Kilos zu viel auf der Waage gesehen. Deswegen sind wir heute vom BUHR-TV unterwegs, um die Leute zu fragen, wie macht ihr euch eigentlich sommerfit? Sommerfit heißt wahrscheinlich sportlich. Sportlich mache ich mich fit neben meinem Beruf, dass ich doch extrem viel Rennrad fahre. Heute Morgen bin ich 90 Kilometer gefahren und gestern Nachmittag nach dem Büro 100. Ja, immer schön skaten gehen und grillen, auch gerne in einem Erle im Park. Ich mache regelmäßig Sport, indem ich jogge im Wald, ganz einfach. Ich gehe 5-mal die Woche auf den Tennisplatz und wenn die Sonne scheint, ist das ja ganz schön und dann mache ich Sport an der freien Luft im Sommer. Unter anderem gehen wir auch regelmäßig ins Fitnessstudio ab nächsten Monat, ja, und gehen Eis essen oder ja, joggen, Sport halt. Wie machen Sie sich denn sommerfit? Also ich gehe dann regelmäßig Fitnessstudio, ich gehe schwimmen und ziehe frische Farben an. Also ich habe mir so überlegt, am besten gar nicht. In diesem Jahr mit Radfahren und ja, viel Obst essen. Erstmal. Ja, viel in eine Sauna gehen, viel Tee trinken, den Alkohol weglassen. Aber nur bedingt. Nur bedingt, nein. Aber wirklich auch, wie meine Freundin schon sagt, Fahrrad fahren. Na, und ein bisschen walken gehen. Ja, walken gehen, genau. Ja. Das wollen wir gerne wieder anfangen. Das waren doch schon hilfreiche Tipps für den Sommer. Wie macht man sich aber sportlich fit? Das wollen wir jetzt von einem Experten wissen. Neben mir steht jetzt der Personal Coach Morris Lee. Wie machst du dich denn sommerfit? Wieso sommerfit? Fit muss ich das ganze Jahr über sein, vor allen Dingen möchte ich es auch. Aber ich kenne die Problematik. Bitte nicht durchdrehen, das alles mit Sinn und Verstand machen, dem Körper genug Energie geben, einfach die Energien austauschen. Kohlenhydrate ab der Mittagszeit ein bisschen wegnehmen, dafür dann mehr Gemüse und Salat und Geflügel hinzuführen, viel, viel trinken und bitte nicht, was viele Frauen machen, zu viel Obst essen. Viele Frauen essen abends Äpfel, Bananen und so weiter. Auch darin sind sehr viel Zuckerstoffe. Eher auf gesundes Gemüse gehen, die fettige Soße weglassen und das Popöchen bewegen in Verbindung. Dann passt alles. Hast du denn noch ein paar sportliche Tipps für unsere Zuschauer? Es wäre fatal, wenn ich als Personal Coach keine Tipps hätte auf sportlicher Ebene. Klar habe ich Unmengen an Tipps, zeige ich euch gerne. Na dann leg mal los. Das ist was, wofür der gesamte Oberkörper trainiert wird, der Schulterkomplex, alles. Das ist für alle Bereiche wichtig. Wir wissen, im Alltag stehen wir gerne mal so da, um einfach dem Körper wieder Energie und Kraft zu geben. Hast du denn noch weitere Tipps? Eine Übung, mit der ich sicher ganz, ganz viele Frauen glücklich machen kann, ist der sogenannte Winkearm, dass man den stabilisiert. Ganz einfach, man lehnt sich ein bisschen nach vorne, streckt den hinteren Arm raus und dann drückt man den Unterarm raus. Super, na das klingt doch toll.